Hallo alle miteinander. Nachdem ich beim letzten Mal so ein ganz klein wenig ausgerastet bin gegen Ende, möchte ich dazu eben ein bisschen Stellung beziehen. Ich möchte natürlich niemandem körperliche Gewalt androhen oder verlange, dass irgendwer bei lebendigem Leibe gehäutet wird oder so. Ich wollte eigentlich damit nur in überspitzter Form zum Ausdruck bringen, wie sehr mich diese Art zu argumentieren von Pierre Vogel zur Weißglut treibt. Ich spreche natürlich niemandem sein Recht auf eine eigene Meinung ab oder auf sein Recht für seine Position Stellung zu beziehen. Wenn ihr einen guten Grund habt, warum Kreationismus doch eine super doofe Idee ist, dann schreibt bitte einen Kommentar oder macht ein Antwortvideo. Mir ging es hier primär darum, wie Pierre Vogel argumentiert. Erstmal die Position des Gegenübers vollkommen falsch darstellen, alle Fakten verdrehen und dann sagen, ich habe aber einen heiligen Zauberopper, der darf alles, also kann ich auch alles behaupten. Das ist irgendwo zwischen Hitler sagt, wir kommen von Atlantis, darum sind wir Supermenschen und einem Dreijährigen, der sagt, ich möchte aber die kurze Hose anziehen, egal ob es draußen schneit. Also alles nicht so ganz sauber von Argumentation her. Ich wollte es nur gesagt haben, jeder von euch kann hier kommentieren, was er will, Video antworten, was er will. Ich spreche niemandem sein Recht auf seine eigene Meinung ab. Wer denkt, ich bin total doof und übertreibe mit meinen ganzen Beleidigungen und Rumgeschreie, könnt ihr das gerne sagen. Ist eure eigene Meinung, dazu habt ihr das Recht, dazu sind wir auf YouTube. Wollte ich einfach nur eine Gruppe von Vollidioten, die mir zuhören und alles abnickt, dann wäre ich im Fernsehen. Oder würde Dava Vorlesungen halten. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, machen wir weiter mit Pierre Vogel. Wenn man davon ausgeht, guck mal Leute, dass jeder Mensch oder jedes Lebewesen, was heute entsteht, durch eine andere Art entstanden ist, dann müsste es bei Fossilfunde, was ist das? Das heißt, man grabt in der Erde und sieht dort zum Beispiel Knochenreste oder eingesteinerte Dinge in Harz oder wo auch immer. Das heißt, Fossilreste von Lebewesen, die vorher gelebt haben, die ausgestorben sind. So. Wenn in diesem Zeitalter, wie zum Beispiel Kreidezeitalter und so weiter, wenn man das sagt, jetzt überlegt mal, dass also jedes Lebewesen aus einer Unzahl, jedes Lebewesen, was heute entstanden da ist, aus einer Kette von anderen evolutionären Prozessen, jedes Lebewesen auf die eine Urzelle, die vor 3,8 Millionen Jahren aus einem Zufall entstanden ist, zurückgeht. So. Muss es dann mehr Zwischenformen geben oder mehr Formen, die heute existieren? Okay, ich möchte eben zeigen, warum dieses Argument vollkommen mangelhaft ist. Zum Ersten, Pierre Vogel stellt hier den Term Zwischenformen auf und gibt absolut keinen Hintergrund dazu, was er mit Zwischenformen meint. So wie er es hier formuliert, heißt Zwischenformen alles, was es jemals an Lebewesen gab, zwischen erste Zelle und Mensch. Und wenn, wo ich gerade dabei bin, der Begriff, es gab nur eine Zelle, aus der jetzt alles entstanden, ist absolut degenerierte Scheiße. Jeder, der schlau genug ist, Wikipedia aufzuschlagen, sieht das Experiment von Stanley Miller, bei dem 15% in Biomasse umgewandelt wurden. 15% von einem Liter sind in der Regel mehr als eine Zelle, so eben nebenbei als Referenz. Wenn wir also davon ausgehen, dass es mehr als eine Zelle gab, wovon jeder Mensch mit einem Gehirn außer Pierre Vogel, weil er ein heuchlerisches Arschloch ist, ausgehen, wird dieses "es gab nur eine Zelle"-Ding schon mal vollkommen bescheuert. Des Weiteren, der Begriff Zwischenformen beschreibt nicht irgendwelche Viecher, die es früher mal gab, sondern man nimmt eine sehr spezifische Ahnenreihe, meinetwegen die des Menschen, und sagt, wir haben hier den Homo habilis und hier den Homo erectus. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die sind, aber von mir aus. Und man sagt, die sind auf einem so unterschiedlichen Grad der Entwicklung, dazwischen muss es logischerweise noch irgendwas gegeben haben. Das heißt, man sucht sich raus, wo hat Homo habilis gelebt, wo hat Homo erectus gelebt. In der Regel war es derselbe Ort. Und man guckt,
zwischen die Gestein, mal gucken, die Gesteinsschichten runter und weiter runter. Und irgendwo zwischen Homo erectus und Homo habilis findet man die Zwischenform. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber man findet die. Oder im Fall von mehreren Zwischenformen findet man auch mehrere Zwischenformen. Die im Englischen sogenannten Missing Links sind eine schöne Art zu sagen, wir haben noch nicht alles gefunden, aber wir können genau sagen, wie es aussieht, und wenn wir das dann finden, wissen wir, wo es hingehört. Wenn zum Beispiel ein Archäologe eine, sagen wir mal, Krokodilart hat und er weiß, bis zum Jahre 10.000 vor Christus können wir genau sagen, wie, so 10.000 ein bisschen weit vorne, sagen wir mal, bis 4 Millionen vor Christus können wir genau sagen, welche Fossilien das sind. Dann fehlen uns ein paar Millionen Jahre und ab 8 Millionen vor Christus wissen wir, haben wir wieder eine Fossilreihe. Ich nehme an, das ist dieselbe. Dann können die fehlenden Jahrmillionen durchgraben und finden da an den Brutstätten, wo diese Viecher gelebt haben, exakt die Fossilien, die sie gedacht haben, die da sind. Wenn die davon ausgegangen sind, die Krokodile haben sich aus dieser Art von Amphibien entwickelt, dann gucken die nach und wissen, okay, bei Zwischenform müsste dann der Kiefer allmählich größer werden. Die Haut, die Amphibien haben, müsste härter und zu Schuppen werden. Und es müsste diese Änderung der Wirbelsäule geben und diese Änderung der Knochenstruktur. Die Arme und Beine müssten etwas kürzer werden, aber die Krallen länger und so weiter. Und dann gräbt man und voilà, die Fossilien haben genau die Befunde, die angenommen wurden, vorm Graben. Das heißt, was Pierre Vogel hier macht, ist ein großer, hässlicher Strohmann oder er ist zu blöd, sich klar auszudrücken. Das wollte ich nur ihm zu Fossilien gesagt haben. Machen wir jetzt weiter mit Vogel. Wenn wir davon ausgehen, dass jede Art, die heute existiert, der Affe, das Kamel, das Känguru, jedes dieser Art ist durch eine unglaublich große Zahl von Mutationen und Entwicklungen, geht auf diese eine Zelle zurück. Die eine Zelle wurde zum Schwamm, zum dies, zum jenes und so weiter und so fort, bis man dann schließlich zum Känguru geworden ist. Und vom Känguru dann zu Mike Tyson beispielsweise. Die Kängurus können gut boxen. Beispielsweise. So, muss es mehr Zwischenformen geben oder mehr Arten, die heute existieren? Ja, bitte. Logisch so. Und man muss unzählig viele Zwischenformen finden. So, Fakt ist aber, dass die Fossilnachweise genau das Gegenteil sagen. Bevor wir weitermachen, noch eben eine Zusammenfassung des Bullshits bis hierhin. Der erste große Fehler, den wir hier haben, ist, dass es nicht die eine erste Zelle gab, aus der sich alles entwickelt haben soll, sondern es gab mehrere Zellen. Wenn in jedem Experiment, das es dazu gab, mehrere Zellen entstanden sind, dann entstehen bei einem kompletten Planeten unter den Bedingungen auch mehrere Zellen. So viel dann schon mal zur Logik. Des Weiteren benutzen wir den Term Zwischenformen, wie gerade eben gesehen, falsch. Man kann nicht sagen, wir haben die allererste Lebensform ganz weit vorne, so eine Zelle, Einzeller, ganz, ganz mickrig. Und der Mensch, wie soll das passieren? Da muss das ja Zwischenform geben. So wird der Term Zwischenform nicht benutzt. Wie er genutzt wird, habe ich vorhin schon mal gezeigt, wenn ich mich gerade nicht irre. Und zum anderen werden die Mechaniken der Evolution vollkommen falsch erklärt. Das heißt, es wird nicht gesagt, Evolution ist eine schrittweise Veränderung von Generation zu Generation, so können in Milliarden von Jahren neue Tierarten entstehen, sondern Pierre Vogel sagt, das ist wie bei Pokémon. Sobald das bis dahin gelevelt ist, macht das dü, 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 und das ist eine ganz andere Lebensform. Und ja, das ist wirklich, was er sagt. Ich habe es nur mal auf Pokémon bezogen, weil das scheinbar seine Quelle dafür war. Wie kommt man darauf, dass es eine sprunghafte Evolution sein soll? In jedem Fachbuch dazu, das in den letzten 20 Jahren erschienen ist, heißt es, stufenweise Evolution, stufenweise Evolution, stufenweise Evolution von Generation zu Generation, von Generation zu Generation, von Generation zu Generation. Da steht nicht nach 1000 Jahren Kawamster, iPhone-tragender Mensch. Ah. Naja, machen wir mal weiter. Und hier sagt der britische Paläontologe, deswegen müsst ihr hier fragen, zweiter Punkt,
zu dieser Sache mit, dann werde ich zum Beispiel fragen in einem Test, widerlege die Evolutionstheorie in 6 Punkten. Und dann lernst du das. Bruder, was meinst du, wie fit du nachher in der Sache bist? Stell dir mal vor, du diskutierst mit einem auf der Straße und du haust ihm dann diese Fakten so um die Ohren. Ja? Der britische Paläontologe Derek V. Agar, der sagt, wenn wir den Fossilnachweis im Einzelnen untersuchen, tritt ein Punkt hervor. Das muss man jetzt nicht unbedingt wörtlich zitieren in meinem Test, aber dass man es ungefähr weiß. Was wir immer und immer wieder finden, ist nicht eine allmähliche Evolution, sondern eine plötzliche Explosion einer Gruppe auf Kosten einer anderen. Du hast zum Beispiel in einem Zeitalter die Reptilien, plötzlich eine Explosion im anderen Zeitalter durch die Erdschichten von Säugetieren als Beispiel. Das heißt, es ist genau der Fossilnachweis ist ein absoluter Beweis gegen diese Evolutionstheorie. Es gibt keine unzähligen Zwischenformen, die sind nicht gefunden worden. Okay? Derek V. Iger sagt, dass der Fossilnachweis zeigt, dass es keine allmähliche Evolution gibt, sondern immer eine Explosion einer Gruppe zum Nachteil einer anderen Gruppe. Wie zum Beispiel im einen Zeitalter sind die Reptilien oder Dinosaurier, in dem anderen Zeitalter kommen dann die Säugetiere. Okay? Okay. Hierzu kann ich gleich mehrere Kritikpunkte anbringen. Zum ersten, Pierre Vogel hat diese Information von Harun Yahya geklaut. Das heißt, er hat sich nicht tagelang in Bibliotheken die Nächte um die Ohren geschlagen, sondern gesagt, was sagt Harun Yahya? Gut, das kopiere ich. Macht Pierre Vogel übrigens öfter. Wer nicht weiß, wer Harun Yahya ist, er ist ebenfalls ein relativ bekannter islamischer Kreationist. Und ihr könnt euch, wenn ihr mal Harun Yahya in eine Suchmaschine eingibt, angucken, was er so schreibt. Interessante Sachen. Nicht besonders intelligent, aber interessant. Das ist allerdings keine Kritik. Nur weil Hitler gesagt hat, 2 plus 2 ist 4, ist es ja noch nicht falsch. Also gehe ich auf die Fakten mal selber ein. Erstmal muss ich dazu sagen, dass Derek Victor Ager, nicht Ager, Herr Vogel, 1993 gestorben ist. Das heißt, wenn ich mal davon ausgehe, dass er so mit 30, 40, vielleicht noch 50 gearbeitet hat und diese Bücher geschrieben hat, in denen es erscheinbar steht, kann ich davon ausgehen, dass er die Aussage vor 1975 getroffen hat. Das heißt also, wir haben eine, lass mal rechnen, 10, 20, 30, über 40 Jahre alte Aussage von einer Person, wohlgemerkt einem Paläontologen, geologische, ja, steht hier alles bei. Könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, aber es steht da. Also von einem Experten. Eine Aussage eines Experten, die 40 Jahre alt ist, hebt alle anderen Sachen auf. Aber dazu komme ich gleich noch. Also haben wir erstmal eine 40 Jahre alte Aussage. Dann kommen wir zur Aussage selber. Ager spricht von Gruppen, nicht von Arten. Das kann natürlich wieder irgendein Übersetzungsfehler sein. Uns wird natürlich von Pierre Vogel kein Kontext gegeben. Es wird nur gesagt, der hat das mal irgendwann gesagt. Und bevor ihr mich jetzt kaputt hauen wollt, Derek Ager ist so obskur, den habe ich nicht mal auf Wikipedia gefunden. Ich musste ihn über Harun Yahya suchen und wurde dann über einige Sachen auf das Velkovsky-Enzyklopädia rübergeschickt. Also der Typ ist ziemlich obskur, wenn ihr irgendwo findet, wo die Aussage herkam. Gratulation, ich finde es jedenfalls nicht. Das heißt, ohne Kontext kann ich spekulieren. Und weil mir gesagt wurde, das geht hier um Gruppen oder nach Pierre Vogel nochmal in seiner Fachmännlichkeit erklärt hat, erst wandert die Reptilien, dann die Säugetiere, dann der Mensch, kann ich jetzt sagen, okay, das hat mit Evolution relativ wenig zu tun. Zumindest mit der Evolution, von der Pierre Vogel hier redet. Wenn ich mich nicht täusche, was sehr gut möglich ist, weil ich absolut keinen Kontext habe, nochmal danke dafür, Herr Vogel, redet Ager hier von den Tiergruppen, nicht von den Tierarten oder Spezies. Das heißt, er redet nicht davon,
Die Affenart A ist schlagartig verschwunden, weil Affenart B auf einmal super mega erfolgreich war. Sondern er redet von den, ja, so, in Anführungsstrichen, Herrschern der Welt. Das wären, wenn wir das mal sehr allgemein sagen, zuerst die, ja, wie soll man das ausdrücken, zuerst die Schalentiere. Also sehr weit am Anfang waren es die Schalentiere, dann irgendwann sind die ersten Amphibien und Reptilien rausgekommen, wurden dank sinkendem Sauerstoffgehalt größer als die Insekten und waren dann die Bosse. Und dann haben sich aus den, ja, aus den Reptilien, erst die säugetierähnlichen Reptilien, dann die Reptilien entwickelt. Wieder über sehr lange Zeiträume, viele, viele Generationen, bevor einer sagt, aber Pokémon, Digimon, Dings. Wenn man es noch viel allgemeiner sehen will, hatten wir zuerst Wesen mit Exoskelett und dann Wirbeltiere. Das sind auch wieder Tiergruppen. Das heißt, diese Aussage von Derek Victor Ager kann man ohne Kontext so gucken, wie man sie will. Und ich gehe davon aus, dass er hier von den übergeordneten Arten, also übergeordneten Gruppen, nicht von den untergeordneten Arten geredet hat. Heißt, er hat davon geredet, nachdem die Dinosaurier weg waren, waren in einigen Gebieten erst große Vögel und danach dann die Säugetiere am Drücker. Die einzigen Gebiete, in denen große Vögel am Drücker waren, waren, glaube ich, Südamerika. Na, was soll's. Also erst waren dann jedenfalls in einigen Gebieten die Vögel und sonst überall dann sofort Säugetiere am Drücker. Und durch die stetige Veränderung des Sauerstoffgehalts von unheimlich viel Sauerstoff zu weniger unheimlich viel Sauerstoff konnten die Insekten wegen den passiven Lungen nicht mehr so extrem groß werden. Früher gab es noch irgendwie 8 Meter lange Tausendfüßler, nur so, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und diese 8 Meter langen Tausendfüßler konnten irgendwann nicht mehr ihre Größe beibehalten wegen passiven Lungen. Also Insekten atmen nicht aktiv ein und aus, sondern die inhalieren das im Grunde passiv. Da gibt es keine Muskeln, das läuft einfach so durch. Von daher, ja, ich gehe davon aus, redet von übergeordneten Arten. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, zitiert hier Pierre Vogel eine Person. Ich habe natürlich, weil Typ vollkommen obskur ist und ich keine Lust habe, irgendwas auf Tschechisch zu lesen. Ja, es gibt auch tschechische Quellen, über ihn fragt mich nicht warum. Also ich habe keinen Bock, mich großartig in das Thema einzulesen für eine Quelle von ihm. Darum kann ich einfach mal sagen, er zitiert eine Person, die vor 40 Jahren oder, wenn wir freundlich sein wollen, er hat es auf dem Sterbebett gesagt, vor 20 Jahren, eine Aussage getroffen hat. Nach dem Motto kann ich mir irgendjemanden aussuchen, der irgendwo einen Doktor stehen hat und den irgendwas über den Islam sagen lassen. Ich kann mir zum Beispiel irgendeinen Prof aussuchen und der dann sagt, der Islam ist unwissenschaftlich. Dann kann ich das anführen, dieser Doktor hat gesagt, Islam ist doof, also habe ich recht. Wenn jetzt Pierre Vogel eine große Gruppe angeführt hätte, so die Archäologische Vereinigung Britanniens oder wie die Gruppe dann noch gleich hieß, dann hätte ich gesagt, okay, der hat wahrscheinlich irgendwo vernünftig nachgeguckt und hat gefunden, okay, das ist eine große Gruppe, da würden wahrscheinlich viele Leute bei sein, die klug genug sind. Aber wenn es eine Person ist, auch wenn er ein Experte ist und noch so renommiert sein kann, kann ich nicht sagen, ich habe aber eine Person, die sagt, 2 plus 2 ist 5. Darum sind alle Leute, die gesagt haben, 2 plus 2 ist 4, egal wie expertenhaft die sind, vollkommen doof. Wenn wir nach dem Motto spielen, kann ich hier Experten reinbringen ohne Ende, die sagen, Evolution ist super. Darum sehr renommierte Wissenschaftler, Forscher und frag mich nicht, was nur alles, die wesentlich näher am heutigen Zeitpunkt solche Aussagen getroffen haben. Das heißt, das ist mal eine Nullaussage vom Vogel hier. So, jetzt kommen wir vierter Punkt oder der sechste Punkt vielmehr, die menschliche Evolution. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Da sagt man zuerst Australopithecus, dann Homo habilis, dann Homo erectus, dann Homo sapiens. Dass der Mensch so entstanden ist. Mittlerweile ist herausgefunden worden, dass alle diese Dinge, wenn man davon ausgeht, dass die ja aus der einen Art die andere Art entstanden ist und die andere Art, weil sie selektiv
natürliche Auslese nicht bestehen konnte, weil die andere stärker war, das Überleben des Besten, des Stärksten, dann muss man davon ausgehen, dass sie nicht zusammengelebt haben in einer Zeit. Fakt ist aber, dass man Fossilnachweise hat, dass alle diese Arten zur selben Zeit auf der Erde an anderen Teilen gelebt haben. Brauche ich nichts zu sagen, oder? Evolution vollkommen falsch dargestellt, vollkommen Ignoranz über räumliche Aufteilung und fragt mich nicht, was noch alles. Dazu muss man sagen, die Grenzen sind nicht immer klar zu ziehen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt der Punkt, da ist das Homo erectus und da ist das noch die Vorform davon. Weil wieder von Generation zu Generation, das hat einen Grund, warum man da nicht sagt, am 5. Januar vor 5 Milliarden Jahren war das jetzt Homo erectus und alles davor war nicht Homo erectus. Es gibt dabei große Grauzonen. Zumindest wenn man ins Detail geht, von Generation zu Generation guckt. Aber hey, das ist Vogel doch scheißegal. Nachdem ich jetzt wieder rumgebitcht habe mit wieder und wieder denselben Sachen, frage ich mich wirklich, warum ich diese Videos mache. Jeder von euch müsste mittlerweile kapiert haben, okay, der Typ ist doof wie eine Handvoll Sand. Warum guckt er dieses Video noch? Und deswegen sagen wir zu diesem Fossilnachweis mit, der Mensch kam aus dem Affen. Und dann zeigen sie dann irgendwelche hier Orang-Utans, die auf zwei Beinen gehen. Was sagen wir dazu? Wir sagen, das ist erstmal ein Fake, sowieso. Viele Dinge davon sind ein absoluter Fake. Das ist eine Täuschung. Das heißt, du machst einfach eine Zeichnung. Das heißt, du hast ein Skelett und dann sagst du, die sind aufrecht gegangen. Dann nimmst du ein bisschen Skelett von hier, ein bisschen Skelett von da und sagst, das waren sie gewesen. So haben sie es teilweise gemacht. Ein Schädel von einem Menschen und einen Affenkiefer genommen. Ah, hier, Affenmensch. Steht hier? So, das sind entweder Fake, Täuschung, Fälschung. Zu Vogels Verteidigung, bevor ich anfange rumzubrüllen. Ja, er bezieht sich hier auf einen echten Fall. Namentlich auf den Eoanthropicus Davsoni, ein zusammengebastelter Schädel, so vom, vom Schädel und Oberkiefer eines Menschen und Unterkiefer eines Orang-Utans. Und der Fall war 1912. Weil ich also vor 100 Jahren irgendwas Gefälschtes hatte, kann ich sagen, der komplette Zweig der Wissenschaft ab da ist vollkommen falsch. Wow. Das wäre absoluter Bullshit. Passt aber zu Vogel. Und da wir jetzt geklärt haben, ja, es gab wirklich ab und zu mal Fälle, wo Leute das Skelett zusammengepanscht haben. Das waren schon damals, vor 100 Jahren, Einzelfälle. Als man zwanghaft noch Theorien verfolgt hat mit die Schädelgröße des Menschen ist das Wichtigste bei der Entwicklung. Da müssen wir jetzt unbedingt was finden. Ich möchte berühmt werden. Wie mache ich das? Ja, Kinder, damals war Archäologie noch cool. Da kam man in die Zeitung für. Der Artikel hier heißt Verbrechen des Jahrhunderts. Also damals war Archäologie noch was, was in die Schlagzeilen kam. Heute ist es Justin Bieber. Diese Welt wird zu Ende gehen. Wo war ich? Ach ja, da malen die ein Bild und da sagen die, das ist so. Man malt nicht einfach ein Bild. Der Grund, aus dem Bären in wissenschaftlichen oder besser gesagt biologischen Büchern gezeigt werden, wie sie auf allen Vieren gehen, ist der, dass man Bären untersucht hat. Die kann man ja heute noch angucken und sieht, gut, die laufen so. Und zum anderen ist das so, weil man Bärenskelette untersucht hat, um zu sehen, okay, die Wirbelsäule formt in der natürlichen Form ein C. Wir wissen, wir laufen aufrecht, wir haben eine verschlungene S-Form. Oder doppeltes S oder sowas in der Richtung war das. Also wir haben auf jeden Fall eine S-ähnliche Struktur in der Wirbelsäule. Darum können wir aufrecht laufen. Bären haben eine C-förmige Struktur. Darum können sie nicht auf den Hinterbeinen laufen, zumindest nicht für einen langen Zeitraum. Während wir zum Beispiel bei Menschenaffen wie dem Gorilla das mehr in Richtung des Bären haben. Also es ist mehr in Richtung Bär, aber dem Bären nicht vollkommen ähnlich. Der läuft auf den Hinterbeinen und die Vorderbeine sind im Grunde länger als die Hinterbeine.
fährt einen einigermaßen aufrechten Gang, muss dabei aber balancieren, wie geht nicht. Das heißt, was in den Händen tragen, kann er dabei nicht vernünftig. Das nur so zum Demand-Down-Build. Dass die aufrecht gelaufen sind, wissen wir von versteinerten Fossilien in Pose. Das heißt, die sind gestorben, Schlicke drüber. Da können wir genau gucken, okay, so lagen die Knochen damals, als die gestorben sind. Dadurch können wir die Struktur der Wirbelsäule nachvollziehen. Und wenn wir dann vom Homo habilis oder Homo erectus oder was auch immer 20, 30, 40 Fossilien haben und bei allen ist die Wirbelsäulenstruktur gleich, dann können wir sagen, okay, das war wahrscheinlich die Norm. Nur um zu sagen, die haben das ja alles gefaked, wie bei dem einen Fall vor 100 Jahren. Oder zu sagen, die malen ein Bild und es ist so und blöd. Ich weiß, er wird noch irgendwas anderes bringen, also, ja. Zweitens, oder, das heißt, wenn einer fragt, ja, was sagst du zu diesen Sachen mit dem Affen und so weiter, diese Knochen, die gefunden sind, entweder Fake, Täuschung, Fälschung, oder ausgestorbene Affenart, oder ausgestorbene Menschenrasse. Ein Aborigine ist ein Mensch. Aber zum Beispiel der Schädelknochen ist sehr massiv. Ist aber immer noch ein Mensch, ist keine andere Art. Kann sein Aborigine-Frau oder ein Aborigine-Mann heiraten. Ja? Du dämliches Arschloch. Dieses Gegenargument, in Anführungsstrichen, basiert zu 100% auf seiner unheimlich falschen Darstellung der Evolutionstheorie. Oder um es mal etwas detaillierter auszudrücken, er redet hier vom Aborigine, also einem Homo sapiens. Wenn ich einfach sage, er hat vorher noch gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Art, also zwischen Spezies und Unterspezies, also wieder zwischen Art und Rasse. Entschuldigung, das ist Reflex bei mir angeboren. Also, es gibt einen Unterschied zwischen Spezies und Subspezies. Das hat er vorher noch gesagt. Und jetzt springt er dazwischen her, nur weil es für sein Argument passt. Ein Homo sapiens und ein Homo neandertalus oder Homo erectus konnten höchstwahrscheinlich keine Nachkommen zeugen. Bei Neandertalern ist man sich nicht wirklich sicher, aber das kann jetzt doch vollkommen egal sein. Aber er springt einfach aus der Gruppe raus und guckt in den Homo sapiens. Wo habe ich denn da irgendwelche Unterarten? Und zu sagen, aber die Aborigines haben einen dickeren Schädelknochen, darum sind die irgendwie keine richtigen Menschen, wäre so wie zu sagen, ja, aber Schwarze sind nicht weiß. Darum sind das auch keine Homo sapiens mehr. Homo sapiens bin ja ich, also alles, was irgendwie anders ist als ich, ist nicht mehr Homo sapiens. Ich habe blaue Augen, alles mit grünen Augen ist kein Homo sapiens. Huch, das geht ja trotzdem. Dämlicher Hurensohn. Ah! Das dazu, das war jetzt hier mit Darwinisten. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Unsere Beweisführung. Wir sagen erstmal, es gibt eine Art Ijma, eine Art Konsens. Denn überall auf der Welt findest du, das jetzt, wir haben jetzt erstmal über diese Sache, über das Argumentationsmuster der Atheisten geredet. Das war erstmal, es gibt keinen Beweis für eure Sache, dann sagen wir, wo ist denn dein Beweis? Ist auch cool, wenn du sagst, der sagt zum Beispiel hier, ja, wo ist denn euer Beweis für Gott? Du sagst, ich habe viele Beweise. Jedes Lebewesen ist ein Beweis. So wie das Bild ein Beweis für den Maler ist, so ist jede Schöpfung ein Beweis für den Schöpfer. Aber eine andere Frage, selbst wenn ich keinen Beweis für meine Sache hätte, wenn ich recht habe, habe ich ein glückliches Leben geführt mit Hoffnung, dass was nach dem Tod kommt. Wenn du recht hast, ja, dann habe ich ein glückliches Leben gefühlt, glücklicher als du, weil ich Hoffnung hatte, dass was nach dem Leben kommt. Und es ist erwiesen, dass religiöse Menschen glücklicher sind als unreligiöse Menschen. Ich dachte, nachdem die mit der Evolution durch sind, wird es weniger dumm. Aber nein, er bleibt gleichbleibend dämlich. Ein Ich bin aber glücklicher ist kein Beweis für irgendwas. Das ist auch keine Art zu argumentieren. Ja, wenn ich recht habe, dann komme ich in den Himmel. Und wenn du recht hast, dann war ich trotzdem glücklich. Also ist meine Position besser. So argumentiert ein Dreijähriger. Aber, oh!